fescher und 2 Zentimeter länger, dafür weniger Platz und weniger Passagiere. So könnte man die Neuauflage des Dacia Logan Kombi im Vergleich zum Vorgänger beschreiben. Gab es bislang Platz für bis zu 7 Passagiere und einen mächtigen Laderaum mit bis zu 2350 Liter Ladevolumen, so begnügt sich der neue mit höchstens 5 Passagieren und maximal 1518 Liter Ladevolumen. Doch der neue Logan MCV soll ohnehin in einer anderen Liga mitspielen. Wollte der Vorgänger noch das praktische, vielzweckgünstig Auto für jedermann sein, so soll der neue offenbar mehr auf die Lifestyle-Instinkte der Kundschaft abzielen und dabei aber dennoch preiswert sein. Der neue Logan MCV ist also ansehnlicher geworden, mit modern und klar gezeichneten Linien rundum. Im Innenraum fällt das neue Cockpit auf, das sich nun schwungvoller präsentiert und Features wie das aufpreispflichtige MediaNav mit großem Touchdisplay beherbergt. Das übrigens schon aus anderen Dacia-Modellen bekannt ist und mit Europakartenmaterial ausgerüstet werden kann. Unpraktisch ist die Bedienung der elektrischen Fensterheber in der Mittelkonsole. Auch für die hinten Sitzenden sind die Bedientasten ungünstig angeordnet. Punkto Sicherheit verfügt der Logan nun serienmäßig über ESP sowie Seitenairbags vorne. Das Logan-Fahrwerk ist weich gefedert und fährt sich nicht so geschmeidig wie höherpreisige Konkurrenten. Aber im Alltagsbetrieb wird das vielen gar nicht auffallen. Auch an das etwas hakelige Getriebe wird man sich gewöhnen und dass man das Tankschloss mit dem Schlüssel öffnen muss. Neu beim Logan MCV ist der 0,9 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 90 PS, der sich als ausreichend flott und mit 6,7 Liter Durchschnittsverbrauch im gemischten Betrieb als einigermaßen genügsam erwiesen hat. Wer zu dieser Motorisierung greift, erhält den Logan MCV Ambiance TCE 90 und zahlt mindestens 9.790 Euro. Mit der Klimaanlage überschreitet man dann die 10.000er Marke, hat aber immer noch sehr viel Auto fürs Geld samt 3-Jahres-Garantie. Besonders günstig, wenngleich auch einigermaßen spartanisch, fährt man dagegen mit dem 75 PS starken Basismodell um 8.290 Euro. Das praktische Raumangebot, geteilt umklappbare Rücksitze und eine Servolenkung sind selbst da schon inklusive.